Jo Leute, damit herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich baue mein Traumgaming Center Part 2. Wie ihr könnt habe ich mein komplettes Setup wie in der alten Ecke gebaut. Das aber auch aus einem guten Grund. Nämlich habe ich mir eine ganze 2,50 Meter lange Tischplatte gestellt. Die reicht dann bis hier hinten hin. Da passen dann die drei Monitore drauf. Plus der PC so leicht schräg gestellt. Und in diesem Video werden wir die neue Tischplatte montieren und das ultimative Cable Management machen. Und dazu mache ich dann auch noch ein separates Video. Tipps und Tricks zum Cable Management. Wie ihr seht, ist das Gassetter da wieder in der alten Position hier. Und wir haben hier schlechtes Cable Management. Überall hängen Kabel runter. Aber das ist ja auch nur auf der Stelle entstanden. Deswegen tun wir jetzt erstmal das Cable Management vom Gassetter da besser machen hier. Und danach werden wir hier mein komplettes Setup mit PC, Monitore und Mikrofon, alles hier hinstellen. Dass wir dann hier die Tischplatte hinstellen können. Und dann die neue Tischplatte reintragen können. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal mit dem Gast weiter. I see this light like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find the old. But I'm not that old, young. But I'm not that bold. And I don't think the... Jetzt werden wir noch diese Steckdosenleiste hier festbohren. Dass die auch unter dem Tisch hätten, wir die nicht da reinlegen, weil das ist besser zu klein. Also bauen wir jetzt hier zwei Löcher rein. Tischplatte ist es da und wir werden jetzt erstmal das alte Setup wegmachen, hier alles hinstellen. Das mit dem Fernsehkabel machen wir dann nachher. Gleich kommt auch noch ein Freund, der mir helfen wird und dann tragen wir die Tischplatte hoch. Dann werde ich alles so dokumentieren. Ich werde wahrscheinlich keine Zwischenansprachen oder so mehr machen. So Leute, die Tischplatte ist jetzt auch schon angekommen. Hier halt es ziemlich, aber das ist die Tischplatte mit so zwei riesigen Sparplatten, ist ja geliefert bekommen. Wir hätten sie auch damit hochgetragen, aber das Treppenhaus ist sehr eng. Das wird noch und noch eine ziemliche Aufgabe. So Leute, hier ist die Tischplatte. Wir haben ja auch schon so einen Fuß dazwischen gemacht, aber das hält immer noch nicht, wenn ich es hier so drauf, da tut es immer noch so leicht hin und her wackeln und es kommt immer noch richtig, nicht richtig stabil vor. Und hier kann man auch erkennen, wie wenig hier ist im Vergleich zu da. Deswegen werden wir jetzt im Obi gleich solche Balken, wir haben gestern den mal zum Test, der lässt sich null durchbiegen. Und davon werden wir zwei holen. Einen werden wir dann hier bis ganz nach hinten dafür laufen und den zweiten von hier. Die werden an jeder Seite so 10 cm besser weniger haben. Aber dann kann ich hier noch so eine richtig gute indirekte Beleuchtung hinmachen. Das folgt dann aber alles in Part 3. Das Setup werden wir dann auch noch aufbauen und jetzt abräumen natürlich. Und dann werden wir noch hier diese Kabel machen.